Meine Lieben, wir sind gerade unterwegs und holen jetzt gleich mein Auto ab. Vorher fahren wir einmal kurz anmelden, das heißt einmal die Kennzeichen bekommen. Ja, und ich fahre gleich komplett alleine nach Hause, hab ein bisschen Angst davor. Und danach fahren wir von hier zu Hause nach Hamburg und holen mein Motorrad ab. Also das heißt, ich habe heute den doppelten Aufregungstag und ich bin mega gespannt und freue mich irgendwie, nehme euch mit. So, meine Lieben, ich melde mich auch mal hier. Felix ist jetzt schon reingegangen und ich habe jetzt gerade noch einen Parkplatz gesucht und werde jetzt auch schnell reingehen. Nämlich die Autos, Sachen anmelden, die Fahrzeuge anmelden. Und dann mal gucken, was wir dann machen. Danach müssen wir uns ein Auto abholen, die Kennzeichen ranmachen und dann müssen wir das Auto wegfahren. Ich finde es ganz gut, dass die Kamera mich fokussiert, die ganzen Nummernschilder hier nicht. Genau, und dann schauen wir mal. Ich bin richtig aufgeregt irgendwie, obwohl es gar nicht um mich geht. Ich habe jetzt meine Kennzeichen. Ich darf sie leider nicht zeigen. Ja, und jetzt fahren wir zu meinem Auto und holen das ab. Und dann fahren wir mit meinem Auto zu ihr. Und ihr seht das Auto dann gleich, wenn wir da sind. Natürlich, wenn wir es abholen, dann zeigen wir euch das erste Mal. Es ist ein schönes Auto. Aber Maggie hat es ja auch ausgesucht und es muss so schön sein. Es ist ein schönes Auto. So, mein Auto ist sogar noch... Oh, ich weiß nicht, ob ich abgeschleppt wurde. Spannung steigt. Ihr werdet das jetzt mit uns zusammen erfahren, ob ich abgeschleppt wurde. Ist mein Auto noch da? Ja. Mein Auto ist noch da. Subi. Dann wollen wir mal meinen Schlüssel suchen. Und ab die Post. So. Ich bin irgendwie. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich bin aufgeregter als du, glaube ich. Das ist Chef. Ja, Chef. Ja. Chef! Perfektes und Timing. Schau mal, was da steht. Felix Norris Auto. Du-da-da. Können wir deine Mama total zeigen? Schaut mal, Leute, wer der in seinem neuen Auto sitzt. Ihr seht ihn gar nichts. Wir fahren jetzt los. Gerade wurde mein Auto noch kurz Probe gefahren. Von der Werkstatt hier. Und jetzt wollen wir mal losdüsen, wa? So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Oh, das Licht ist voll schlecht. Und wir machen jetzt kurz eine Pause und danach fahren wir weiter. Ich habe meine erste Fahrt hinter mir. Wie ist das deine erste du Fahrt? Du musst mein Auto nachher mal von innen zeigen noch. Okay. Hier sind die süßen Maudis. Ich weiß nicht, erschrecken sie sich in der Fahrt? Nee. Warte mal. Genau, und ich werde jetzt gleich noch 3 Babys verpacken. Die bringen wir jetzt gleich noch zur Post. Und ich muss noch duschen, also möchte duschen. Und frühstücken müssen wir, das haben wir nämlich auch schon voll vergessen. Vergessen? Ich habe voll nicht gemacht. Überrumpelt. Einfach nicht gemacht. Genau. Warte, willst du mal gucken? Kannst du vielleicht mal Pause machen? So, meine Lieben, wir sind jetzt hier bei Felix zu Hause. Er versucht gerade auszusteigen. Wir waren gerade noch einkaufen. Wir haben 3 Brötchen gekauft, Remoulade, Thunfisch, Fischfrikadellen und Krabben. Da haben wir richtig viel geschenkt bekommen. Richtig günstig war das für uns. Genau, jetzt ist unser Frühstück, Mittagessen und danach müssen wir gleich nach Hamburg. Wir haben es 13:34. 13:34. Ja. Sind Sie glücklich mit dem Auto? Ja, richtig. Ich bin sehr glücklich. Das glaubt ihr gar nicht. Sehr schön. Oder Leute, ihr freut euch. Ne, das hier sind meine Frisbee-Gedellen. Meine Frisbee-Gedellen. Das Trinken. Das war kalt. So, und dann wollen wir mal. Hopp, hopp, hopp. Hier ist Felix Auto. Zip, 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 zip. So. Oh, ein geiles Auto. Ich bin so glücklich.
So, und da wohnt der Felix. Da wohnt er. Sie wissen alle, wo du wohnst, Schatz. Ich wohne hier gar nicht, ich bin so selten da. Ja, stimmt. Meine Eltern hier. Hier wohnen nur seine Eltern. Hallo Leute, wir sind bei meinem Motorrad. Ich habe richtig gehackt. Guckt euch das an. Neue Reifen. Bis gleich. Los geht's! So, meine Lieben, wir sind bei meiner Schwester angekommen. Ich bin das Auto von Felix gefahren, Felix auf dem Motorrad. Er hat es überlebt. Jetzt holen wir erstmal meine Schwester ab und danach gucken wir mal, was wir so machen. Hi!